Die New Housing 2023. Wir sind in Karlsruhe und das hier sieht so ein bisschen aus, als würdet ihr in Deutschland bauen. Ich grüße Stefan. Ja, moin. Moin. Genau, das sagt man bei uns im Norden. Wir kommen aus Bremen und da produzieren wir unsere Tinies, bauen die von der Pike auf, ab dem Trailer bis zu 50 Quadratmeter Größe. Ja, das Ganze soll auch eine gute Qualität haben. Hier auf der Messe kriegt man ja alles zu sehen. Aus der Türkei, aus Polen, auch aus Deutschland und so weiter und so fort. Man sieht so ein kleines bisschen schon die Unterschiede, wenn man Sachen in die Hand nimmt und Türen in die Hand nimmt und sich mal ein bisschen umguckt, wie das Ganze gebaut ist. Das hier schon ist schon Luxus, was ihr hier baut, oder? Ja, wir bauen hohe Qualität. Da wir von Haus aus eine Möbeltischlerei sind, legen wir da viel Wert drauf. Qualität, Individualität, Materialien in guter Auswahl, das ist sehr wichtig. Ja, ich habe schon gelernt, wenn der Tisch drin ist, ist das schwerer wie 3,5 Tonnen. Das heißt, bei der Anreise ein paar Sachen rausnehmen und dann hat man die 3,5 Tonnen. Das Ganze steht hier auf einem Chassis von Alco, ist beweglich. Kann man das denn öfter als einmal im Jahr transportieren oder fällt denn alles auseinander? Nein, das kann man ganz oft verwenden. Wir verwenden es so 4-5 Mal im Jahr jetzt, wenn wir auf Messe fahren, von A nach B. Wir haben Kundschaft, die saisonal vermieten und das immer wieder in Bewegung haben. Das funktioniert wunderbar. Das Design, beschreib mal bitte den Wandaufbau, den wir jetzt hier sehen. Ist das Alu oder? Das ist Alu, das ist eine Präferfassade, die kombiniert ist mit Zedernholz. Das Ganze sehr pflegeleicht, die Zeder vergraut irgendwann mit der Zeit. Das Präfermaterial kannst du einfach abkärchern und waschen. So braucht kein Farbanstrich passieren. Nochmal, das verändert hier die Farbe gar nicht mehr. Das bleibt so grau ein Leben lang. Genau, die Zeder, die wird jetzt noch ein bisschen weiter vergrauen. Dann haben wir so Silber, Anthrazit im Mix. Cool, das ist ja im Moment schwer im Trend, oder? Absolut. Farbgebung individuell. Man kann natürlich jetzt auch ein anderes Grau wählen. Man kann noch eine Struktur in die Bleche bekommen. Also da ist noch viel Luft nach oben. Ja, ihr seid zu zweit. Stefan und Don steht hier auf dem Prospekt. Ja. Wer ist Don? Don ist rechts der Kollege. Der ist derjenige, der nachher in Ausführung und Planung und Technik ganz weit involviert ist. Und ich bin derjenige, der für Akquise zuständig ist. So ergänzen wir uns und neben uns ist noch ein 10-köpfiges Team, die dann beim Bau unterstützen. Ihr baut aber nicht nur Tiny Häuser, oder doch? Nein, wir sind zu 2/3 eine Möbeltischlerei und zu 1/3 Tiny House Bau, wie gesagt, auf Rädern oder auch als Modulhaus. 50 Quadratmeter dann das Ganze. Oder bis zu. Das Gebäudeenergiegesetz. Ja. Kennst du? Ja, kenne ich. Spannendes Thema. Auswendig? Nee, auswendig nicht. Aber wir wissen dann, was wir einhalten müssen, wenn so jemand ein Haus danach gebaut haben will oder das Baurecht erfüllen muss an seinem Standort, wo er dann sesshaft werden möchte. Ja, Smart Home habt ihr euch auch nicht für die billigste China-Lösung entschieden, sondern für ein wirklich tolles System. Ich kann alles steuern über eine App. Ja, genau. Von der Musik über Licht, Rauchmelder, Sicherheitstechnik, Lastbruchmelder, Türöffnensysteme. Ich kann, glaube ich, sogar den ganzen Saugroboter mit ansteuern. Cool. So, wenn wir gleich reinkommen, werden wir mal sehen, ob das so barrierefrei ist, dass der Saugroboter in einem durchfahren kann. Ist die Ebene flach unten oder gibt es da Stufen? Es gibt Stufen nach oben, aber der 3/4 des Wohnraums ist unten. Küche, Badezimmer, alles ebenerdig. Zum Schlafen geht es dann nach oben. So, jetzt schauen wir das Ganze mal. Das ist jetzt wahrscheinlich ein Modell. Ich sehe schon, Drehstromanschluss ist hier dran. Da kann ein bisschen was. Die Heizung steht auf Strom? Alles ist auf Strom, ja. Kochen. Wärmepumpe oder was habt ihr denn? Die Luftwärmepumpe, Fußbodenheizung, Kochen, Backen, Durchlauferhitzer, ist alles auf Strom. Ja, es ist, ich sag mal, so eine entsprechende Ausstellung gab es ja in der Form ja noch nicht. Ist das jetzt das erste Mal, dass ihr da seid? Wir sind das zweite Mal da. Und wie war der Erfolg bei der ersten? Habt ihr ein Haus verkauft? Nein. Aber jetzt sieht es besser aus, oder? Jetzt sieht es besser aus, ja. Das ist so, man präsentiert sich ja erstmal und dann ist ja gar nicht so einfach. Ist ja nicht so, ich bestelle mir das jetzt wie bei Amazon und dann stelle ich es irgendwo hin. Ich brauche ja doch eine Genehmigung. Könnt ihr da die Leute unterstützen vor Ort? Absolut, von der Pike auf. Alles unterstützen. Wo geht's hin? Ist das Grundstück fähig dafür, ein Tiny House aufzustellen? Von A bis Z. So, ich habe es an der anderen Seite, aber wir werden jetzt einmal ganz kurz die Tür mal schließen für einen Schuss, dass wir es mal sehen, weil es sieht. Es sieht nämlich sehr schön aus. Wir schließen dich mal gerade für 10 Sekunden ein. Ist das okay? Wir werden dich auch gleich wieder rauslassen. So, weil es ist natürlich auch schwarz und du wirst uns gleich mal ein bisschen was erzählen zum Thema Fenster. Er hat es festgeklebt für den Messebetrieb, zu Recht. So, und jetzt stelle ich mal kurz davor, einmal ganz kurz davor.
dass wir das mal sehen. Und das genügt mir auch schon. Vielen Dank als Startbild. Wie viele Tiny Häuser baut ihr denn so im Jahr? Wir bauen 4 bis 5 Häuser im Jahr, weil sie eben sehr individuell sind. Immer so nach Kundenwunsch. Wenn man jetzt eine Serie baut, können es auch 10 bis 20 im Jahr werden. Und das ist das Haus, das heißt Karl. Ist das korrekt? Ja, das ist korrekt. Das ist unser Karl, der Große unter den Kleinen, wie wir immer sagen. Der Große unter den Kleinen. Ist das das größte Modell, was ihr habt? Nee, das größte Modell wäre quasi das Modulhaus, 50 Quadratmeter. Ach, ihr habt doch Modulhäuser. So, vielleicht kurz zur Erklärung für die Leute. Was ist ein Modulhaus, was ist ein Tiny House? Tiny House steht auf Rädern, Modulhaus ist fest. Und Wheel steht auf Rädern und ein Modulhaus ist dann eher, kann ich dir mal zeigen, Hast du dann eher, Ja, Postkarten. Das sieht dann eher so wie ein Modulhaus aus. Das hat. Okay. Ich verstehe, das kann man auch halbieren, das heißt, also es wird wahrscheinlich zweigeteilt geliefert und dann aufgestellt, oder? Genau, zweigeteilt geliefert, zu einem kombiniert oder als L-Form, als T-Form, ganz nach Kundenwunsch dann wiederum. So, ich zeig's mal hier, das ist das Sofa, was hier drin ist. Ist das im Preis mit drin? Ja. Alle Möbel, die ich sehe? Alle Möbel, was man hier sehen kann, kann man von uns bekommen. Man kann auch eine Ausbaustufe bekommen, alles ist möglich. So, die Side-Stufe, ihr habt einige schon gebaut. Das hier ist natürlich jetzt der Burner, also mit dem Schwarz, Anthrazit und dann die Farbwahl, die da ist. Das merkst du schon. Die Leute gehen, gucken erstmal von außen so ein bisschen und dann schauen die ganz genau hin, was sie gerne hätten. Und das läuft ganz gut. Die Küche baut ihr selber? Küchen bauen wir selber. Alles Möbeljahr machen wir gerne selber, weil wir eine Möbeltischlerei sind. So, hier hinten sieht man also, da ist ein Kochfeld mit drin, du hast einen Backofen mit eingebaut, ein Spülfeld, all das ist individuell, kann der Kunde natürlich sagen, hätte ich gern das und das und das. Wie viele Leute gab es denn schon, die gesagt haben, das ist genau mein Haus hier, will ich so haben, 1:1? Heute gab es schon 10 Leute, die gesagt haben, so würde ich es nehmen. Weil cool, sie dann natürlich noch so Features haben, so eine ausziehbare Arbeitsplatte dann noch dabei ist. Ja, dann kannst du doch mal, hast du noch mal einen vernünftigen Arbeitsplatz dabei. Schwerlastauszug oder ja, da mit drin. Genau. Cool, ja, das gefällt mir. Und dann kommt noch was Besonderes. Die Klimaanlage ist hier angeregt. Oben wäre jetzt der Schlafplatz, richtig? Ja, genau, oben ist der Schlafplatz. Luftwärmepumpe, wie du schon sagst, kann heizen und kühlen gleichzeitig. Eine Fußbodenheizung ist zusätzlich nochmal verbaut im Boden. 2 Heizkreise, Badezimmer extra, Wohnbereich extra. Hast du die Fernbedienung von der Musik in der Hand? Oder könntest du die ein bisschen unterdrehen? Ja, sonst kriege ich gleich Riesenprobleme mit der... Denn er hat ja per App alles gesteuert und ich befürchte, die kommt nämlich hier aus dem Bad raus, die Musik, ja. Damit wir ein bisschen Design haben mit allem drum und dran. Und das werden wir gleich mal ein bisschen niedriger machen, so wenig wie es geht. Genau, da sind wir. Und hier, eine Besonderheit hier, es ist alles per App. Das Badezimmer, das ist auch ein Highlight, oder? Ja, da ist ganz viel Platz. Du hast ein vollwertiges Duschbad mit Toilette, Platz für eine Waschmaschine. Alles, was das Herz begehrt. Ist das noch tiny hier? Ja. Ja, hat er gesagt. So, das Eckfenster, das hat man so auch noch nicht gesehen. Das ist auch, also habe ich noch nicht gesehen jetzt bei Tiny House. Ja, belüftetes Duschbad ist, glaube ich, das A und O. Und bringt wieder Freiheit. Man hat noch genug Platz, Stauraum. Eine Echtglasdusche. Ja. Habt ihr euch auch gegönnt. Genau. So, und auch hier. Auf Maß angefertigt. So, wie wir es brauchen. Genau, wenn du mal gerade so nett bist, die mal für mich öffnest. Es spiegelt so sehr. Ich kann sie nicht von innen filmen. Und da siehst du auch noch ein kleines Designelement. Gab es da jetzt einen Magnet, der gerade angezogen hat? Genau. Oder? Wo? Der ist hier in der Platte versteckt. In der Platte versteckt? Ja, genau. Und der zieht die Duschtür an? Ja, genau. Echt? Nein. Okay. War ein Witz. Okay. Ist ja nur Glas. Nee, glaubt ihr das, wenn du mir sagst, das ist so? So, das ist die Zentrale hier, die die ganze Haustechnik dann macht. Alarmanlage ist drahtlos, habe ich schon gesehen. Also hängt Melder an allen Stellen. Bitte mal die Tür schließen, dass wir das mal kurz sehen. Und dann kannst du dann zumachen, eine Schiebetür. Spart natürlich Platz. Ist schon gebaut für die Ewigkeit, das Haus, oder? Das hält ein paar Jahre. Also es wird ja auch gefragt, wie langlebig ist das Ganze. Ich würde mal sagen, genauso wie ein konventionelles Haus, denn alle Materialien sind so wie im konventionellen Haus auch. So, und jetzt natürlich ja Preis-Leistung, ist ganz klar, passt. Ist aber doch eine Stange Geld. Wo geht's denn los bei euch, wenn ich denn... Er startet bei uns in der Ausbaustufe, 85.000 circa. Mhm. Und wenn man so ein Haus sieht, wo wir jetzt gerade durchlaufen, dann ist schlüsselfertig 110, irgendwo so eine Endsumme. Komm, wir gucken mal oben drauf, denn das ist eigentlich für die Leute gedacht,
da dürfen die mal gucken mit den Augen. Aber wir zeigen erstmal die Schränke, die hier drunter sind. Ihr habt euch viel Gedanken gemacht, wirklich jeden Zentimeter zu nutzen. Ja, absolut. Begehbare Treppe, darunter Stauraum. Hier vielleicht mit Kleiderstange dann noch ergänzt. Man kann auch Schubkästen einbauen. Ja, du hast überall hier die Haustechnik nochmal mit drin, verschwunden in der Rumpelkammer. So, sind die Sicherungen. Wir sind jetzt hier im Messebetrieb, also bitte seht's mir nach. Genau. Und dann sieht man, also das ist überall drin, viel Stauraum, du brauchst auch Stauraum. Ihr könntet aber auch ein Wirtschaftshaus noch bauen im gleichen Look. Also wenn ich jetzt für die E-Bikes zum Beispiel noch einen Schuppen. Ja, genau. Das kann man natürlich immer noch ergänzen. Kann auch ein leerer Raum sein. Mancher Kunde kommt und sagt, ich brauche nur einen Schreibtisch, ich brauche gar keine Dusche. Dann ist auch das möglich. So, ich gehe mal hoch, dann zeigen wir das Ganze mal. Auch hier habt ihr euch viele Gedanken gemacht. Mehrere Stufen. Die Höhe ist so, dass man auch noch sitzen kann. Also sich mal ein bisschen umziehen, oder? Ja, absolut. Hier vorne gerade der Einstieg. Wenn man dann hier sitzt, ein größeres Fenster vielleicht noch hätte, eine abklappbare Verdunklung hat. So kann ich mit dem Laptop sitzen und aus dem Fenster schauen. Hab noch einen kleinen Arbeitsplatz dabei. Viele bauen die Systeme mit dem Fenster nach außen. Habt ihr euch das mal überlegt? Ja, ist eine Überlegung. Grundsätzlich ist natürlich, bleibt zu überlegen, Thema Sicherheit, Wasserführung bei außen öffnenden Flügeln. Möchte man das? Jeder, alles kann, nichts muss, sage ich immer. So, ich zeige mal gerade hier unten runter. Das Haus ist relativ voll. Hallo? Ist das schön, das Haus? Ja. Die sind alle schön, oder? Nee, sind nicht alle schön. Sind nicht alle schön, nein, ja. Ist das hier schön? Das hier ist schön, ja. Okay, hast du gesehen? Ja. Du, da darfst du mir jetzt 5 Euro geben, ja. Danke. So, wir gehen mal raus, dann machen wir noch ein bisschen, zeigen wir das mal. Ihr seid ja Mitglied im Tiny House Verband, da tut sich rechtlich ja natürlich einiges. Die Rechtsberatung ist ein großes Thema. Was darf man nicht? Wenn das Haus mal gebaut ist und es wird nirgendwo zugelassen, ja auch doof, oder? Ja, absolut. Das ist das spannendste Thema, nicht nur für uns, für unsere Kunden ja im Allgemeinen auch. Wo kann ich was hinstellen? Wie muss es gebaut sein? Was muss eingehalten werden? Welches Baufenster gibt es? GEG-konform und so weiter. GEG, ja, der Schlachtruf gibt es seit diesem Jahr, muss jetzt jeder irgendwie erfüllen. Wie wäre denn hier die Wanddicke nach GEG? Wäre da überhaupt noch Platz im Haus? In diesem Haus nicht, nein. Weil hier aber auch hier ein ganz anderer Ansatz verfolgt wird. Tiny House auf Rädern ist dann anders zu behandeln als wie ein Modulhaus. Modulhaus, genau. Sehr schön. So, da sind noch ein paar Fotos, sag mal, was du hast. Ja, also das wollen wir mal sehen. Ein paar Referenzen. Ein Haus mit Kunststofffassade. Ruhig mal hinlegen, weil durch dein... Hier zum Beispiel ein Modulhaus, im Winter fotografiert, Bodendeckelschalung. Hier ein Modell mit Satteldach und Gaube. Mhm. Das ist ein Haus, was sogar absetzbar vom Trailer ist. Mit Lärche, Stülp. Da kann man Urlaub machen im Wald. Das ist schön, das da. Ja. Ich kann mir vorstellen, ihr habt auch viele Leute, die gibt es bei uns an der Saarschleife, gibt es so ein Tiny House Dorf, da kann man Urlaub machen, wurde genehmigt, 6, 8 Stück stehen auf Stelzen. Das würde auch gehen bei euch, ja? Absolut, das funktioniert genauso. So, komm, wir gehen raus. Da sind wir, die New Housing 2023. Die Schlange ist mal wieder lang. Euer Stand ist da. Ihr habt so einen kleinen Biergarten aufgebaut. Was sind denn die meisten Fragen? Ist immer Baugenehmigung, oder? Das ist so die Frage. Ja, Baugenehmigung. Die Leute, die jetzt hier sind, die sind schon eigentlich vernünftig informiert, machen sich da einen Kopf drüber. Preis ist ein Thema. Kann ich individuell bauen? Das sind so die meisten Themen. Autarkie, ist das ein Thema für euch? Könnt ihr das abbilden? Also auch mal Batterien, Lithium, Solar, all das könnt ihr auch mit anbieten, oder? Ja, das können wir mit anbieten. Unterstützen natürlich. Autarkie wird es nicht zu 100% geben, aber natürlich unterstützen wir. Ja. Vielen Dank, Stefan Wöltchen. Und die Firma heißt auch Wöltchen. Ist das Zufall? Ja, Tiny House bei Wöltchen, genau. So haben wir das, bist du? Ja, das sind wir. Ja. Wir. Und da ist der Don. Ich zeige ihn nochmal gerade. Hallo Don, ich habe dich nur kurz erwähnt. Erstmal vielen Dank für das tolle Haus. Ja, und sehr gerne. Ich finde es schick. Ja, schön. So, ja, ist schön. Ist eher so der pragmatische Typ, oder? Der sagt so, hier muss funktionieren. Genau. Ja. So habe ich ihn jetzt auch eingeschätzt, ja. Ja, schön. Ja, tschüss. Ciao.